Wenn ich jetzt ins Haus hochgehe, bedeutet das natürlich selbe Vorgehensweise. Wir haben hier erstmal eine klassische 33er Außenwand. Hier sage ich jetzt, er soll es tun für alle Wände in allen Geschossen außer dem Keller. Auch hier, ich klicke wieder alle Varianten entsprechend an, sage okay, darf an der Stelle berücksichtigen, dass ich eben hier auch meine Gebäudetrennwände habe, die ich entsprechend hier separat umstellen muss. So, das heißt, auch hier die andere optische Darstellung, wenn wir oben nochmal ins Obergeschoss gehen oder ins Dachgeschoss gehen, sehen wir, hier haben sich die Darstellungen entsprechend auch automatisch angepasst, zur Sicherheit nochmal entsprechend eine Außenwand markiert und geguckt. Und dann sehen wir, wir haben die 20-3er entsprechenden Innenwände. Auch hier sagen wir, in allen Geschossen außer dem Kellergeschoss übernehmen wir die Einstellung, bedeutet also für alle 20-3er-Wände ist das Ganze passiert. Wir haben jetzt hier allerdings auch noch die Installationswand. Auch hier sagen wir einmal anklicken, in allen Geschossen sollen die entsprechenden Änderungen vorgenommen werden. Und jetzt ist es natürlich so, wenn wir uns die anderen Geschosse angucken, sie dürfen kritisch oder genau hinschauen, ne, sind eventuell noch andere Wandaufbauten vorhanden. Das heißt, dort, wo Sie unsicher sind, vielleicht auch nochmal hinklicken, um eben sicher zu sein, dass die Wände entsprechend auch alle umgeschaltet sind. Das wäre jetzt einmal beispielhaft die Variante, was ist das, was ich tun muss, damit eine bisherige Planung manuell, bitte Achtung, es gibt auch eine Möglichkeit, dies automatisch zu machen. Für diejenigen, die sagen, ich habe da recht viele Pläne, bei denen das passieren sollte, es gibt eine Batch-Funktionalität dafür, bitte. Für diejenigen, die sagen, das ist interessant, da gibt es nochmal ein separates Video dafür, kann ich Ihnen in dem Falle wirklich empfehlen, weil Sie dort mit der Batch-Funktionalität eben in der Lage sind, mit einem Aufwand von wenigen Minuten viele Pläne, das heißt also durchaus auch 10, 15, 50, 100, 200 Pläne entsprechend anzupassen. Ich habe jetzt eins nochmal gemacht, ich bin nochmal in einen anderen Plan reingegangen. Ich schalte hier mal die Farbdarstellung aus. Sie sehen, hier sind schon Wände mit Schraffuren drin. Das heißt, wenn wir kurz hingucken, ist recht offensichtlich, hier sind zusätzliche Schallschutzmaßnahmen der Fall. Das heißt also, wenn hier entsprechend Voreinstellungen verändert werden, dürfen Sie eben auf der Liste haben, dass auch hier dieses Einstellungsset eben wichtig ist. Das heißt also, wenn es so wäre, dass wir eben hier Wohnungstrennwände separat hätten, dann würde es auch hier wieder bedeuten, dass eben solche Veränderungen in den Eigenschaften auch bei der Umstellung berücksichtigt werden. Sie sehen, die Schraffur ist jetzt ein bisschen eine andere. Das bedeutet also, mit dem Umstellen der Wohnungstrennwand habe ich die Wohnungstrennwände umgestellt und alle anderen Anführungszeichen normalen Wände hier in der Holzbauvariante darf ich damit entsprechend nochmal verändern. Und wenn es so wäre, dass ich hier noch andere Eigenschaften hätte, dürften die natürlich entsprechend auch nochmal separat verändert werden. Achtung, Außenwände umstellen ist natürlich ebenfalls die Geschichte, die passieren muss. Auch hier kann ich natürlich auch sagen, wenn ich weiß, ich habe bei einem Haus keinen Keller, muss ich auch nicht sagen, alle Wände oberhalb des Kellergeschosses. Ich kann also das Ganze über das gesamte Haus machen. Und wichtig, wir haben hier natürlich auch noch Wandscheiben daneben. Das heißt also hier eben in diesem Falle eine Garagenwandscheibe als offene Holzwand. Das heißt, ich sage, ich stelle auch die entsprechend einmal komplett um und hätte dann hier alles entsprechend als Garagenwand eingestellt. Sie sehen, das ist ein bisschen mit Klicken verbunden, wenn Sie, wie gesagt, das einzeln in einem Plan machen. Es macht immer Sinn, die einzelnen Geschosse zu berücksichtigen. Hintergrund ist, es könnte sein, dass eben dann hier auch nochmal Wandscheiben in anderen Geschossen vorhanden sind, die Sie eben einzeln nochmal umstellen dürfen, wobei einzeln eben heißt für diesen Wandtyp im gesamten Haus. Und deswegen das halt für die Veränderung bestehender Pläne für die neue Kalkulation. Nochmal der Hinweis, es gibt dafür auch eine Batch-Funktionalität mit einem separaten Video, dort können Sie das dann mehrfach tun. Jetzt hätten wir das ganze Thema Wände, Außenwände, Wandscheiben, sprich freie Außenwände
und Innenwände besprochen. Jedem ist klar, für die Kalkulation im Holzbau, wenn Sie das neue Modell nutzen, ist das bei alten Plänen nötig. Für die Kalkulation im Massivbau ist es nicht nötig. Für die Verwendung der Massen und Mengen ist es empfehlenswert, weil eben dort auch die Auswertungen entsprechend vorhanden sind. Und an der Stelle auch der Hinweis, es ist mit der Version 23 auch eine komplett neue Version der Massen und Mengen da, wo viele, viele, viele neue Werte zur Verfügung stehen. Also vielleicht dort nochmal in das Video reinschauen.